Herzlich willkommen zurück. Und es geht direkt weiter mit Level 15. Ich gieße mir mal nebenbei was zu trinken ein, sonst verdurste ich. So, gegen einen Schaman. Scharmützel ist da, glaube ich, ziemlich gut. Schildschlag kann man ab Runde 3 auch immer benutzen. Ja, Blutschrei. Weiß ich nicht, ob es nötig gewesen wäre, das so früh auf der Hand zu bekommen. Ich glaube eher nicht. Wir holen uns Rüstung. Das war's. So, jetzt legen wir den Pyromanten raus. Einfach nur, damit wir einen Diener auf dem Board haben. Ein bisschen Druck erzeugen können. Und mal sehen, was er macht. Oh, er spielt einen Erntegolem. Erntegolems sind richtig übel eigentlich. Ich mag sie überhaupt nicht. Wir können den einmal triggern. Dann pullt er sich da aus und dann passiert sowas. Und wir machen 3 Schaden und der Erntegolem ist einfach Fuchikado. So ist es eben. Jo, 2 Geisterwölfe. Was macht das aus uns? Wir können einen direkt wegnehmen. Mit dem Schildschlag. Und wir ziehen auch direkt eine Karte. Okay, wir wissen, wir haben Alexstrasis. Das bedeutet, wir gehen in den Slow Mode, machen nichts bis Runde 9, außer das Board clear halten. Dazu haben wir Scharmützel, Hinrichten und den fiesen Zuchtmeister. Also, den greift er mich jetzt an. Wer weiß das schon? Ja, jetzt ist die Frage: Holen wir Scharmützel oder nicht? Ich denke erstmal nicht. So ist, glaube ich, ganz gut. Wir können das Scharmützel immer noch als als Notreißleine benutzen. Okay, Garrosh ist schon ein bisschen. Na, ist halt immer eine. So ein Midrange-Deck ist eine ziemlich gute Karte, denke ich. Ziehen wir den jetzt? Okay, Garrosh bleibt noch rüber. Aber das ist okay, so brauchen wir uns nur um einen Diener kümmern. Alle anderen sind halt weg. So, nächste Runde 7. Könnten wir Blutschrei benutzen? Ah, weiß ich nicht.
gab natürlich eine ganze Menge Pressure. Wie viel hinrichten haben wir auf der Hand? Ein. Den richten wir auch direkt hin. Machen den direkt weg. Rüsten einmal auf. Und ich weiß ja, wir kriegen gleich 8 Schaden. Das ist aber auch okay. Das werden wir schon irgendwie aufhalten. Kriegen wir hier 3 rote hin. Jawohl. Habt ihr schon mal mehr als einen Schuh gehabt eigentlich? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob es geht. Gute Frage. Und noch ein 4er. Es wird gleich verdammt schwer, überhaupt noch ranzukommen. Ja, das bringt uns natürlich jetzt auch nichts. Ja, wahrscheinlich werden wir den Alexstrasza benutzen, um uns einfach hochzuheilen, weil jetzt 11 Schaden. Haben wir noch 8. Dazu noch meine 6, die ich gleich noch dann machen werde. Dann sind wir bei 3 oder so. Aber das ist okay. Mal gucken, was er macht. Ja, das war's. GG. Ach man, hat er ja auch noch 2 auf der Hand. Er hätte es auch ohne das Totem geschafft. Macht nichts. Weiter geht's, wir kämpfen, fighten, keep fighting. Weiter geht's. Leider haben wir es gerade verloren, aber einfach weiterkämpfen. Das geht schon. Ich muss mir angewöhnen, nicht so weit wieder vom Mic wegzugehen. Als ich mein Headset hatte, war es noch egal. Da war es an meinem Kopf quasi. Und jetzt, ja, ich bin auch ein bisschen Heuschnupfen geplagt. Vielleicht bekommt ihr das mit. Nicht so schön, aber hilft nichts. Weiter geht's. Gegen einen Schurken. Ganz wichtig, Rüstung, Rüstung, Rüstung. Und ein bisschen Pressure. Okay, es sind jetzt nicht die Karten, die ich wollte, aber egal, vielleicht kommen sie ja gleich noch. That would be awesome. Ja, erste Runde kann ich nichts machen, wie ihr seht. Doof gelaufen. Darauf nehme ich noch ein Schlückchen. Ja. Okay, jetzt machen wir die 2 Rüstung. Was ich gesagt habe, wenn es geht, immer die Rüstung machen. Er muss nachher versuchen, mich tot zu rushen mit seinem. Ja, mit seinem Ding jetzt. Da hätte er auch einmal draufhauen können. Hätte ihn jetzt nicht geschadet. Ja, der macht natürlich jetzt am Anfang relativ viel Druck. Ja, 4 Schaden. Ist schon eine Hausmarke. Und den muss er jetzt erstmal wegmachen. Das macht er. Aber er hat einen Nuller-Spell benutzt. Und so kann er nachher nicht den benutzen, um Karten zu sehen mit seinem Optionator. Okay, ich weiß nicht, ob man die Karte im modernen Play dabei hat. Aber wir machen weiterhin Druck. Er muss darauf reagieren, das ist okay. Wir haben nochmal 10 Leben dabei quasi. 10 Leben und 2 Karten.
Ja, gerade jetzt spielt Brasilien. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist gerade Halbzeit. Und ich nehme für euch Let's Plays auf. Einfach, damit ihr nicht sagen könnt, dass ihr nichts zu tun hättet in der Zeit. Das ist natürlich nett von ihm. Ziehen wir nochmal zwei Karten. Eine Karte. Jetzt kann er den natürlich wegmachen. Würde ich an seiner Stelle ja auch machen. Danach können wir nochmal den Drachen rauslegen. Ziehen nochmal eine Karte. Danke dafür übrigens. Okay, er will einfach nur Druck machen. Das heißt, wir müssen gleich auch mal langsam aufpassen, dass wir hier nicht untergehen. Das heißt, wir ziehen jetzt noch einmal. Und nächste Runde müssten wir eigentlich zweimal den Schildblock ziehen. Dann haben wir noch zwei, könnten noch eine Waffe hinterherlegen. Okay, jetzt Rumble spielt noch eine Karte, das ist sehr gut. Er hat seine Waffe verspielt. Jetzt natürlich Harrison Jones. Jetzt ist die Frage, wie viele Karten haben wir denn? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, Harrison Jones kann ich jetzt leider nicht ziehen. Außer wir warten mit der Rüstung, aber das will ich eigentlich nicht. Und eigentlich müsste ich noch zwei Karten jetzt ziehen, sonst habe ich nämlich nächste Runde zu viele auf der Hand. Und das ist nicht gut. Jetzt kann er 16 Schaden machen, 17 mit der Waffe zusammen. Ist immer so sein Maximum bei 8. Bei 10 kann er dann, ja, 8 Schaden mehr machen, das heißt 24. So, wie viele Karten haben wir jetzt? 5. Werden wir die spielen? Ja. Ist halt zu gefährlich irgendwie jetzt Harrison zu ziehen. Eigentlich sehr gut. Wie viel haben wir denn? 9. Kann jetzt nicht wirklich was ziehen. Rüstung können wir machen. Dann bekommen wir die 9. Karte wieder. Okay, und das ändert das natürlich jetzt ein bisschen. Jetzt greife ich nicht an und warte jetzt auf die Runde 9. Ja, was macht er jetzt? Überlegt er, rechnet er. Wir haben natürlich auch ganz viel Rüstung aufgebaut. Ist aber gut so. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, den Harrison zu callen. So, jetzt muss er reagieren, weil wenn er mich jetzt nicht fertig macht, sieht es für ihn nicht so gut aus. Und er gibt auf. Ja, was hätte es auch anderes sein können als Lose. Und so sind wir wieder bei einem Stern. Ich bedanke mich wie immer. Viel Spaß mit der nächsten Episode. Bis bald.